Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich frage mich gerade, vielleicht weiß einer, wie es geht, wenn es überhaupt schon drin ist im Spiel. Es steht ja eigene Fahrzeuge. Du besitzt noch keine Fahrzeuge. Jetzt frage ich mich gerade, wie kann man überhaupt Züge kaufen? Weil wir zahlen ja immer Gebühren. Das sind ja die Gebühren, also in gewissermaßen wie Leihgebühren oder Mietgebühren oder sowas, sage ich jetzt mal, weil wir es benutzen. Ich würde aber gerne irgendwann mal, wenn wir das Geld mal haben, weil im Moment habe ich für das Geld was anderes vor, dazu komme ich gleich, würde ich ja gerne mal Züge kaufen. Natürlich können wir am Anfang nur einen Zug uns leisten, weil ich glaube kaum, dass wir uns gleich zwei kaufen können, weil das würde wahrscheinlich so um die knapp 400.000 kosten und da müssten wir schon eine Menge herumkutschieren, bevor wir das Geld haben. Aber jetzt frage ich mich halt, wo kann man überhaupt Züge kaufen? Wo ist das möglich? Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, sowas wie ein Laden oder sowas in der Richtung? Das ist ja ein Bahnhofbüro. Hier geht das auf jeden Fall nicht. Und das ist das Fundbüro. Das ist es ja natürlich auch nicht. Ein Laden habe ich bisher noch keins gesehen. Auf der Karte sehe ich jetzt auch erstmal keinen Anhaltspunkt. Hier auf der Karte sehe ich auch keinen Anhaltspunkt, wo ich das irgendwie sehen könnte. Aber irgendwo muss das ja gehen. Irgendwie muss man ja da rankommen. Also wenn ihr das wissen tut, wie es geht. Wäre sehr, 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 sehr nett, wenn ihr es mal reinschreiben könntet, wo man eigene Züge kaufen kann. Die Lizenzen ist ja klar, die sind ja hier. Die besitzen wir ja auch, zumindest einen großen Teil davon. Aber das sind nur Lizenzen, die wir fahren dürfen, die Züge. Nicht den Besitz eines Zuges, der uns privat gehört. Weil wenn wir dann einen selbst haben, einen Zug, dann brauchen wir keine Gebühren zahlen. Und das sind jedes Mal knapp 20.000 pro Fahrt für einen Zug. Aber wir haben ja Zweier, also zahlen wir 40.000 bei jeder Fahrt. Trotz dessen rentiert sich das, die Fahrt natürlich, weil wir doch relativ immer viele Aufträge annehmen. Aber wenn man sich das sparen könnte, wäre das schon nicht schlecht halt, ne? Selbst wenn wir nur einen Zug kaufen könnten und den anderen leihen wir aus, sparen wir immerhin schon mal 20.000 halt, ne, pro Fahrt. Das ist schon eine ganze Menge. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier so Schönes? Maschinenfabrik, das ist sehr schön, da wollte ich mal hingehen zu der Maschinenfabrik. Ist eigentlich ganz gut. Das hier ist Stahlwerk, da könnte man mitnehmen. Hafenstadt werden wir erstmal nicht hinkommen. Leerzug, Lebensmittelfabrik wäre in der Nähe, ne? Lebensmittelfabrik muss in der Nähe. Ne, warte mal, wo ist sie denn nochmal? Ist sie nicht da? Das hier hinten? Lebensmittelfabrik FF. Ne, warte mal, FF. FF. Ah, da oben. War die schon immer da oben gewesen? Waren wir da eigentlich schon mal jemals gewesen bei der Lebensmittelfabrik? Uff, ich weiß gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall hier oben, die Minen waren wir noch nie gewesen. Hier ist, glaube ich, das ist die Eisenmine. Das ist die Kohlenmine. Hier ist Förster. Oder so, Sägewerk, glaube ich. Oder hier ist Förster oder sowas, keine Ahnung. Hier ist irgendwie auch noch eine Mine.
Ja. Das heißt, wir haben aktuell zwei. Ist nicht viel, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir gucken noch mal, was gibt's denn hier noch? Wir hätten hier noch für Rangieren, weil das soll auch zur Maschinenfabrik. Warenfabrik, Warenfabrik, Warenfabrik. Wo war noch mal die Warenfabrik? Die ist da. Warenfabrik? Psst, warte mal. Sind wir nicht in der Warenfabrik? Nee, doch. Doch, wir sind in der Warenfabrik. Hafenstadt. Ha? Aber wo soll denn das dann später hin transportiert werden? Abholung. Warenfabrik, Maschinenfabrik. Abholung. LS 75. Wie viel wiegt der hier? 700 Tonnen. 200. Ja, ist halt nicht viel, ne? Ist halt nicht viel, wenn wir nur die zwei Wagen mitnehmen. Außer wir bekommen noch bei der Stahlfabrik vielleicht noch einen Auftrag. Aber wie schon gesagt, ich würde ja immer gerne den Zeitbonus mitnehmen. Weil das deckt auch nochmal eine Menge Kosten halt, ne? Ja. Na, anscheinend nehmen wir nur die zwei. Gut, das ist der FH. Klatscht schon wieder hier auf den Tisch. Und FH 82. Mal nochmal gucken. 82 und 65. Wir hatten doch hier die kleinen Züge gehabt, ne? Um zu rangieren. Wieder wie immer. Ich bereite das ja immer vor. Und dann hole ich schließlich die dann an und fahren dann los. Um so ein bisschen Zeit zu sparen. Funktioniert bisher immer ganz gut. Die haben wir schon abgekoppelt. Die werden anscheinend auch gerade nichts anderes gemacht mit denen. Das könnte, warte mal, Stahl. Ne, das ist 58. 65. Das ist Stahl. Das heißt, der hier ist das. Ist das der komplette? Anscheinend, das sieht sehr danach aus. Ja, hier ist auch die Bremse gezogen. Die können wir mal lösen schon mal. Brauchen wir das später nicht mehr zu machen. Gut, wir schließen ja eh vorne an. Aber dann mache ich hier die Bremse rein. So, rollt da nicht weg, wenn wir anschließen. Das heißt, er steht da. Die 65, 60, die 82, wo ist denn die? Das könnte hier die 82 sein, ne? Die 68, 68, 68. Auch, wo ist denn der? Das könnte der sein. 82, da ist aber. Das ist er, oder? Komplett. Ja. Hier ist die Bremse drin, ne? Ja, genau, das ist immer auf der rechten Seite. Sehr gut, dann ist das gar nicht so kompliziert. Jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen zu der Maschinenfabrik. Das ist schon relativ weit. Wie viel haben wir denn noch in Tank? So sieht man das eigentlich nicht mehr. Müssen wir den anmachen? Kraftstoff, Schmieröl. Oh, ist doch voll.
Hä? Hey, wir haben den doch gar nicht. Hä? Hey. Ist der immer dann automatisch voll, wenn wir bezahlt haben? Okay. Na gut. Hm. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich... Das ist die Frage. Ich würde mal gern den hier mal fahren. Aber wir haben die Lizenz leider von denen noch nicht. Die kostet, glaube ich, um die 20.000, 40.000 oder so. Nee, will ich jetzt nicht. Bremse, Getriebe, Getriebe. Oh, okay, der hat Getriebe, Motorbremse, Fahrtrichtung. Motor an, Motor aus. Sandstreuer, Pfeife. Kraftstoff ist null, hä? Ist das Anlasse, Elektro? Das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Natürlich ist er sehr verrostet. Was ist das denn? Zugbremse, ah, okay. Warte mal, Zugbremse und das ist Motorbremse, ah, okay. Das ist schon sehr cool, ne? Auf jeden Fall ist der cool. Würde ich gerne mal fahren, aber sieht auch sehr cool aus von außen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber wir haben die M3. Wir haben die Lizenz nicht. Wie viel Geld haben wir denn? Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt eigentlich kaufen wollen. Die Lizenz, weil... Dafür wird man ihn zu selten benutzen aktuell. Die M3. Hä? Ich habe den im Besitz. Stimmt. Hä? Ich dann... Okay. Ah, deswegen können wir auch einsteigen, ne? Ich glaube, wenn man die Lizenz nicht hat, kommt man ja nicht einsteigen. Nee, eh nicht. Motor an, Motor aus. Das ist ja aus. Schleuder ins... Ja, genau, mal hier Beleuchtung. Aber wir brauchen hier erstmal Strom. Hier, Elektro. Anlasser. Anlasser. Oh, cool. Bremse raus. Ich muss die jetzt einmal mal testen. Was ist das denn? Achso, das ist Sandsteuer. Das ist die Pfeife. Okay. Ja. Ich hoffe, man hört mich immer noch laut genug. Bremse. Das müsste gelöst sein. Die müsste auch gelöst sein. Fahrtrichtung nach vorne. Regler müsste der Gashilf sein. Was ist eigentlich hier? Getriebe A, Getriebe. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Was passiert, wenn ich jetzt Gas gebe? Nee, das hier. Alter, der hört sich ja komisch an. Oh, was ist das denn? Drehmesser. Okay, das ist ja crazy. Hä, warum habe ich die Lizenz davon? Die habe ich doch nie gekauft. Hat man die geschenkt bekommen oder so? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den jemals gefahren bin. Aber cool ist auf jeden Fall schon, muss man sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Bremse. Zugbremse, Lokbremse.
Ah nee, das ist Motorbremse. Was ist das? Hat der... Sonst hat er nichts, ne? Der hat Zugbremse, aber keine Lokbremse in dem Sinne. Anscheinend. Ne. Ja, was läuft denn da? Eine Katze. Achtung, weg da. Katze. Weg. Schnell. Weg da. Nein, nicht. Oh mein Gott, die Katze. Und weg ist sie. Tot. Hey, wo ist sie hin? Okay, die ist abgehauen. Gott sei Dank. Er hat es nur gerade so noch geschafft. Unglaublich. Er setzt die Katze sich genau dahin. Nein. So, nie mache ich jetzt. So, fertig. Ich habe es doch schon längst kapiert, wie es geht. Okay. Nee, warte mal, das ist der Richtungswechsel. Na ja, gut, der braucht ein bisschen. Ja, so. Die ist wirklich sehr cool gemacht. Gefällt mir wirklich richtig gut. Das ist bestimmt auch nicht so teuer, glaube ich, vom Preis her, ne? Aber der zieht mit Sicherheit aber auch nicht so stark, denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wie die zwei anderen Züge da 13 Tonnen, wenn zwei Stück angeschlossen wären. 13.000 Tonnen ziehen kann. So, neutral. Motor aus. Lichter. Anlasser. Nee. Nee, hallo? Aus, aus. Bremse wieder rein. Ist neutral, ja. Okay. Sehr, sehr cool. Der hat aber... Oh nee, den kann man gar nicht doppelt anschließen. Er hat sowas gar nicht. Oh, okay. Das heißt, es ist ein einzelner Lok, die kein Doppellok anschließen kannst. Oh, okay. Ah, sie ist halt auch wahrscheinlich nur dafür da, um hier so Sachen hin und her zu ziehen, halt, ne, so rangieren. Für was anderes ist sie mit Sicherheit nicht. Wie spät haben wir sie eigentlich schon wieder? Warum müssen wir eigentlich jedes Mal immer nachts losfahren? Gerade dann, wenn ich wieder keine schönen Fotos machen kann. Verdammt. Ich mache jetzt einfach eins. So, bevor es dunkel wieder ist. So, ich mache jetzt einfach mal hier. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht, aber naja, egal. Wir können ja eigentlich mit denen hier rangieren. Mit den zwei großen. Also der eine ist da und der andere ist dahinter. Easy. Easy, easy. Gut, dann haben wir Bremse raus. Bei den anderen auch. So. Strom ist alles drin. Das ist okay. So, dann... Bremsen sind alle raus. Sehr gut. Da räumen wir auch schon los. Ja.
Ich werde mal noch mal ein bisschen leiser machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es doch vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ich bin mir da auch immer unsicher. Aber der Pegel schlägt schon sehr hoch. Nee. Machen wir auf 10. Ja, sollte okay sein. Gut, dann müssen einmal. Ja, doch, wir müssen ganz da vorne hin. Da muss man hin. Das ist die Lokbremse, das ist die Zugbremse, alles klar. Und stopp, wir müssen eigentlich weit genug sein. Ja, viel zu weit, Alter. Holy shit, übertreib nicht. Wir sind ja gleich in Pakistan. Oh Gott, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Es ist Gleis. Ne, da ist es. Genau, da ist der. Und dann müsste der andere sein, ne? Das war doch der hier gewesen. Ja, das doch. Das war da, ne? Ja, 82, genau. Habe ich hier was? Genau, die Bremsen sind drin. Ist klar. Dann nehmen wir als erstes den hier. Und zum Schluss den hier, weil den müssen wir beim Stahlwerk abgeben. Das heißt, wir müssen hier reinfahren einmal. Das ist richtig. Nee, warte mal. Doch, na klar, das ist richtig. Und einmal hier rum. Und ja, ich könnte hier natürlich jetzt wieder mit dem Joystick arbeiten, weil es wäre eigentlich viel leichter. Von der Bedienung her. Gerade beim Rangieren ist der Joystick schon sehr nützlich. So. Wir könnten den ja. Ah ne, wenn ich den jetzt anmache, dann ist er bald wieder leer. Das Feuerzeug könnten wir eigentlich auch mal wegmachen hier. Das hat hier auch nichts zu suchen. Brauche ich überhaupt gar nicht. Ich habe immer so viel unnützes Zeug hier drin, ne? Naja, gut. Ja, komm. Nicht zu schnell hier. Oh. Bisschen übertrieben. Ich habe noch kein Feingefühl mehr. Wie schnell ich bin und alles. Ich muss da erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Können natürlich die dynamische Bremse reinmachen, dass der nicht zu schnell wird. Weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ein bisschen zu schnell, sonst schlagen wir zu sehr. Dran. Das sieht aber gut aus. Oh Gott, ich bin ja noch einen halben Kilometer entfernt. Gefühlt. Ja, noch ein Stück. Noch weiter. Noch weiter. Noch ein ganzes Stück. Nicht zu schnell. Bisschen langsamer. Stopp. Ich muss erst wieder ein gewisses Gefühl bekommen. Ab wann bremst der? Wie viel bremst der? Und so weiter.
wenn man das Spiel eine Weile nicht mehr gespielt hat, ist man da so ein bisschen raus aus der Sache. Guck jetzt zum Beispiel, steht auch schon wieder viel zu sehr. Bremse doch ein bisschen zu arg ist. Dynamische Bremse nehmen wir mal raus. Weiß gar nicht mehr, warum, wie die Nummer ging. Hey, jetzt stehe ich komplett. Was ist denn jetzt los? Ist die jetzt draußen oder drinnen? Ne, jetzt ist es, jetzt ist sie raus. Aber irgendwie kommt mir das vor, wie eine Bremse gezogen wäre. Ach, ich. Bin ja auch schon längst dran, deswegen rollt ja auch nicht mehr zurück. Leute. So, einmal dran hier. So, ran. Bremse raus. So, dann haben wir das auch schon mal. Die Antolok werden wir auch gleich anmachen. Vorwärtsgang. Und Gas geben. Bei mir ist es viel zu leise, ne? Bei euch ist es laut genug. Aber bei mir hört sich das Spiel so leise an. So, auch mal ein bisschen lauter hier machen. Jetzt höre ich den Motor nicht. So, wir müssen ein Stück rausfahren, aber nur eine. Rennt die Katze. Weiße. Da läuft sie. So. Ja, sind weit genug. Sehr gut. Einmal hier Snipergewehr rausholen. Zack. Und Richtung rein. Bremse raus. Kurz warten. Und Abfahrt. Da wieder die Katze und geht genau dazwischen durch. Natürlich überlebt die das, ist ja klar. So. Oh. Ah nee. Immer noch Kilometer weit weg. Ja, ich hol mal das Ding mal raus hier. So, stellen wir uns mal hier drauf. So ist es doch viel angenehmer. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, das reißt auch schon. Nein, nicht komplett stehen bleiben, aber sollte auf jeden Fall langsamer werden.
So, perfekt. Alles klar, dann hier einmal ran. Anschließen. Zack. Und die Bremse auch hier raus. So. Dann hätten wir den auch angeschlossen. Und wir sind auch schon abfahrtbereit. Oder noch nicht ganz. Wir müssen noch den hier anmachen. Und die Lichter einstellen. Ah, ich vergesse das jedes Mal, ne? Was? Das ist, wir sind ja auch vorne. War das vorne? Hey. Was ist denn? Nee, Quatsch, andersrum. Das ist nicht vorne, so rum ist vorne. Und ist das hier hinten. Ne? So sollte es sein, ja. Ja, aha. So, glaube ich. Ah, okay. Na gut, dann Richtung rein. Jetzt müssen wir mal. Wir können ja eigentlich, glaube ich, einmal um Kreis fahren. Sollte ja gehen hier. So, wir biegen jetzt, warte mal, wie viel waren es? 7, 8, 9, 900 Tonnen ziehen wir gerade. Ist aber kein Problem, wir haben ja letztes Mal bei der letzten Folge oder bei den letzten drei Folgen um die 13.000 Tonnen gezogen. So. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. Aber ich würde jetzt mal rein gefühlmäßig sagen, 30 km/h sollten eigentlich gehen. Kurven sind jetzt nicht so massiv eng, dass das nicht gehen würde. Ja, trotzdem mache ich lieber, doch lieber etwas langsamer und zwar nicht riskieren. Weiß auch nicht, was um die Kurve jetzt gleich kommt. Aber eigentlich dürfte da nur der Bahnhof kommen. Da steht ja eigentlich gar nichts. Nee, da stand ja nichts, genau. So, genau, genau. Das Ding ist an. So, geradeaus, genau. Das ist auch schon eingestellt. Das heißt, wir können Gas geben. Nee, warte mal, wir müssen dahin noch zum Gebäude. Den Fehler darf ich nicht nochmal machen. Wir müssen natürlich den Auftrag annehmen. Ist ja klar. So. Natürlich jetzt könnte ich jetzt ganz cool sein. Könnte ich jetzt rausspringen, ganz schnell hin. Auftrag annehmen, zack, und wieder reinspringen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, dass das überhaupt geht. Auftrag. Angenommen. Und den nächsten. Angenommen. Zack, so einfach geht das. Oh, warte mal. Fahren wir richtig? Ja, doch. Wir fahren. Ich überlege mal, das wäre jetzt verkehrt. Aber wir fahren richtig. Okay, dann let's go.
Wo war nochmal hier die Hupe? Ah, hier. Na gut, es geht eh bergabwärts. Gut, dann nehmen wir wieder unsere schlaue Karte. Genau, das ist jetzt wieder die Strecke, wo wir hergekommen sind. So, die nächste Kurve sollte jetzt, glaube ich, wie viel waren es gewesen? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ne? Waren es 40 oder 50 km/h? Aber es sollte gehen. Es sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Mal die Lokbremse etwas rein. Bisschen gebremst. Was war nochmal dynamische Bremse gewesen? Wie hat die nochmal funktioniert? Ich weiß einfach nicht mehr. Oh, die. Man merkt es auf jeden Fall, die 800 Tonnen drücken auf jeden Fall kräftig. Da macht die Lokbremse nicht mehr viel. Wir nehmen mal die Zugbremse stattdessen. Mal ein bisschen runter. Ist nicht so stark beschleunigt. Weil dafür ist ja die dynamische Bremse, um dass, wenn es bergabwärts geht, dass es nicht so massiv beschleunigt wird, ne? Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Ich kann es ja mal testen. Ne, 50 sind gehen. Passt, alles noch im Grünbereich. Ach, guck mal, wie geil. Hört ihr das? Geil, oder? Ich finde das immer so geil, wenn das so... ich weiß nicht, wie heißt das? Die Räder, die Reifen, die... keine Ahnung, die Teile da halt, ne? Dass sich das halt so... hört sich schon cooler. So... dann kann man loslegen hier, ne? Fenster zu, sonst ist es zu laut. Abfahrt hier. Machen wir mal erstmal auf 70 km/h sollte gehen. 75 wäre optimale Geschwindigkeit für die Strecke. Und ab der Geraden können wir sogar bis zu 120 glaube ich sogar fahren. So schnell fährt sie natürlich nicht, aber man könnte. Hier steht jetzt 80, aber gleich kommt glaube ich irgendwo 70 wieder. Gehen wir mal hier richtig Gummi. Genau, da ist 70. Aber es geht gleich wieder aufwärts. Wir haben die 70 hier noch lang nicht erreicht. Daher passt das. Können auch ein bisschen schneller Gas geben. Der Motor hält es aus. Jetzt wird er heiß langsam. So, welcher Auftrag war was? Ah, okay, das ist der Stahlwerk D30. Ne, D30, ne? D3O heißt das, glaube ich, ne? Oder? Keine Ahnung. D30.
30D Stahlwerk ist ganz hinten. Stahlwerk. Wir fahren. Oh, warte mal, D ist. Nee, wo ist denn da D? B. Nee. Bin ich jetzt blöd? Stahlwerk? Das sollte aus einem Stahlwerk, ne? Achso, nee, warte mal, abholen um. Was ist denn mit den Blättern los? Ist irgendwie so komisch. Ah, hier. B3I. Genau. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen wieder uns beruhigen. Wird hier heiß? Aus welchem Grund? Durch die Bremse oder was? Ist die dynamische Bremse verursacht so eine Hitze? Hä, warum denn das? Achso, na klar, das ist ja eine Motorbremse, logisch. Das ballert natürlich voll auf den Motor drauf. Klaro. B3I. B3I ist. Von wo kommen wir nochmal? Warte mal, wir kommen vom Südwest, ne? Kommen wir, glaube ich, rein. Das heißt, wir kommen von da rein. Also, wir müssen nach rechts. 3I. Müssen wir rein. Oh, jetzt werden wir aber ein bisschen lahm, ne? Ein bisschen zu arg schnell gebremst. Naja, gut. Wir sehen eh gleich da. Können noch mal ein bisschen Gas geben, sonst stimmen wir bald. Ich hab's ein bisschen überschätzt. Hier ist das Stadtgebiet. Sieht das immer noch so gleich aus wie damals? Ja, würde ich schon sagen. Da fängt man an, wenn man das allererste Mal das Spiel anfängt. Bremsen sind draußen, ja. Oh shit. Ach, Scheinbüsche. Bisschen Sand. Das war ein bisschen blöd gewesen. Das ist ein richtiger Amateurfehler. Viel zu stark gebremst, weil ich nicht aufgepasst habe, wo wir gerade genau sind. Ich dachte, wir sind schon so nah dran, aber... Nee, sind wir nicht. Wir rutschen nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, durch den Sand haben wir etwas mehr Grip. So. Also, wir müssen die nächste nach rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Na?
Eigentlich müsste man hier B6. Nee, warte mal. Oh, nee, doch nicht. Wir müssen mal links. Huch. B. Was ist hier? B3i. Ist alles richtig eingestellt? Ist auch alles richtig eingestellt? Ist schon... Ist alles richtig eingestellt. Das heißt, wir brauchen gar nichts zu machen. Ja, 3i. Ne, ist nochmal schauen, was auch wirklich stimmt. B3i, doch. Okay. Gut, das passt sogar sehr gut, weil das ist eigentlich das Gleis, um hier die Durchfahrt, um hier durchzufahren, wenn man zu einer anderen Stadt will. Aber anscheinend, weil hier die Gleisen alle gerade besetzt sind, wissen sie selbst nicht gerade wohin damit. Also denken sich auch, gut, dann müssen sie halt erstmal hier hinstellen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal von der einen Stadt wieder hier zurückfahren wollen, kann es passieren, dass der Hänger immer noch hier steht und uns den Weg blockiert. Ne? Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das ist manchmal besser, ist ja manchmal, wenn man aus der Stadt rausgeht, kann es auch möglich sein, dass der das dann der Hänger dann später weg ist wieder, weil eine Spur muss ja immer frei sein, dass du auch durchfahren kannst. Jetzt habe ich gerade zu früh gebremst und ich merke auch gerade, ich habe hier das Teil immer noch an. Weit sind wir denn? Eigentlich könnte ich ja auch mal... Nee, Quatsch. Blödsinn. Wir fahren vor. Da ist das eine Schild. Da ist das. Sollte, ja doch, steht auf jeden Fall drin. Ne? Wo ist das Schild da? Ja doch, steht auf jeden Fall drin. Sollte gehen, ich kontrolliere trotzdem nochmal, das ist auch wirklich stimmt. Ja, auf jeden Fall, so lang ist er gar nicht. Hätten wir auch schon viel früher anhalten können. Gut, dann koppeln wir ihn hier ab. Nochmal kontrollieren. 65, ne? 82, genau. Alles klar. Dann einmal schließen hier. Öffnen, da. Abkuppeln. Hätte man natürlich auch schon vorher die Bremse ziehen können, dass er nicht rollt. Aber eigentlich dürfte er gar nicht rollen, weil es ist kein Druck mehr drin, glaube ich. So. Alles klar, dann das war nochmal die 65, ne? 65 geben wir mal schnell ab. Wo war nochmal der Laden hin? War doch hier vorne, ne? Ja, da. Und bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Was habt ihr hier? Hafen. Aber das Ehre, alles rangieren. Lebensmittelfabrik. Maschinen für... Ah, okay. Boah.
Das wäre natürlich ein schlechter, ein guter Auftrag ist das. Hafen, Hafen und wieder Hafen. Alles Hafen. Oh, Alter, hier sind alles Hafenaufträge, ne? Sägewerk, okay. 400. Das ist die 11, ist das. Wo sind die 11? Wenn sie jetzt genau hier stehen sollte. FH11, ne? Dann nehmen wir doch den hier noch gleich mit, würde ich mal behaupten, ne? Weil der wurde auch dahin gebracht, an der Stelle. Gut, ich würde aber sagen, ich mache an dieser Stelle Schluss erstmal. Bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst einen Daumen da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.